Münchens Sehenswürdigkeit im Westen der Stadt, im Stadtteil Neuhausen, ist das Schloss Nymphenburg. Schon bei der Anfahrt ist man vom Panorama des großen Schlosses überwältigt. Ab 1664 geplant und 1675 fertiggestellt. Es wurde immer wieder erweitert und umgestaltet. Von der Stadtseite aus gesehen erstreckt sich ein großer Park hinter dem Schloss. Die Porzellanmanufaktur Nymphenburg ist in einem der nördlichen Rondells untergebracht. Inmitten des Münchner Olympiageländes findet man diese Oase der Ruhe. Hier errichtete Väterchen Timofei, wie er genannt wurde, in den 50er Jahren eine Kirche aus Trümmern des Kriegsschuttes. Thank you.
inmitten der Großstadt eine Art Garten-Eden. Die damalige Errichtung des Olympiasportgeländes war für ihn eine große Gefahr. Die Münchner Bevölkerung kämpfte aber für ihn. Für die Pflege dieser Idylle sorgt heute noch einer seiner früheren Mitarbeiter. Ich bin Imker hier. Imker? Ja. Ja. Haben Sie hier eine Imkerei? Ja, dort. Ganze, ganze Firma. Ganze Firma? Firma. Machen Sie Honig selbst? Ja. Und pflegen Sie auch die Anlage hier? Auch, ja. Schöne Anlage. Ja. Wer muss Pflege machen? Er hat mir gesagt, meine Bienen nehmen sie und betreuen. Ja, schön. Mhm. Ich mache. Mhm. Ja. Das ist die Kirche? Kirche. Das ist die Kapelle? Kapelle. Was gibt es sonst? Und dort das Haus, wo er gewohnt hat. Say goodbye to our town, to our town. Can't you see the sun setting down on our town, on our town? Südwestlich von München liegt der Starnberger See. Man erreicht ihn in kurzer Zeit über die Autobahn. Er ist fast 20 Kilometer lang und ca. 4,5 Kilometer breit. Die tiefste Stelle ist ungefähr 127 Meter. Ist einer der wasserreichsten und tiefsten Seen Deutschlands. König Ludwig II. Starb hier 1886, unweit des Schlosses Berg. Er soll im See ertrunken sein.